Nichts bedeutet irgendetwas. Wir waren gerade in die 7. Klasse gekommen. Und wir fühlten uns so modern. Und kannten uns im Leben aus. Und wir wussten natürlich längst, dass sich alles mehr darum drehte, wie etwas aussah, als wie es tatsächlich war. Wenn es etwas gibt, über das es sich lohnt, sich zu freuen, gibt es auch etwas, was etwas bedeutet. Da entdeckte ich Gerdas wunden Punkt. Der Hamster hieß Klein Oskar. Und als Dennis die letzten 4 seiner Dungeons & Dragons Bücher abgeliefert hatte, schien der Bedeutungsstein so richtig ins Rollen zu kommen. Ist das da draußen im Sägewerk etwa die Bedeutung? Anna hatte recht. Die Adoptionsurkunde kam oben auf den Berg. Und es brach genau das Bein, auf das Marie-Ursula ihre Hand gelegt hatte. Das ist nur ein Finger. Das ist nichts, wovon man sich fürchten muss. Davon stimmt man nicht. Lasst uns Steine nach ihm werfen. Ja, die Idee war gut. Das Beste, was wir für die Zukunft der Erde tun können, ist sterben.